Du kannst mir was sagen. Ich kann was sagen? Mhm. Hat sich schon erledigt. Ah. Ich bin wieder da. Hallo, wieder schöne aufmachen. Grüße an die Geräte zu Hause. Du musst den Hut wechseln? Nein, weil ich bin noch im Osten. Also nicht in Russland, aber im Osten. Ollerwei noch. Ich muss das Glas wechseln. Richtig. Ich habe doch gewusst, dass irgendwas war. Irgendwas zu wechseln war. Im Skript stand's drin. Du guck, was nun kommt, ne? Der Osten, das Grauen des Ostens, Teil 2. Was man auf gar keinen Fall und nie und unter keinen Umständen in Ostdeutschland vergessen darf, ist das Einzige, was eigentlich über die Grenzen hinaus noch bekannt ist und getrunken wird, ein schönes Köstritzer. Und ich habe gesehen, Köstritzer macht neuerdings und modernerweise auch, wie heißt das, Craft-Biere. Ach was. Aber wenn man Köstritzer hört, denkt man natürlich an... Ralf und Silke. Guck, schwarz. Warum wählen die auch schwarz? Weiß ich nicht. Ralf und Silke, das sind nämlich unsere lieben, netten Nachbarn. Das sind auch Deutsche, die es nach Südtirol verschlagen hat. Ich meine, sowas. Aber das sind Ossis. Die kommen aus Jena, ne wo? Haben dann rüber gemacht nach Südtirol, so wie wir. Und ja, Ralf und Silke, mit denen und mit ein paar anderen so komischen Leutchen haben wir uns zum Beispiel. Hä? Uns zum Beispiel. Uns wir. Zum Beispiel. Genau. Haben wir ein Nachbarschaftsgrillen gemacht und haben dabei festgestellt, ja, komischerweise, die Leute trinken Köstritzer. Na, sowas. Ja. Ist auch nicht das letzte. Das Bier deiner Heimat. Gab's doch auch. Wessen Heimat? Guck mal dein Glas her, du hast kein Glas mehr. Nee, das ist jetzt voll. Dann kriegst du das hier, das brauche ich nicht mehr. Wann soll man das alles austrinken, sag mal. Aber echt jetzt. Wenn wir so viele Biere haben. Köstritzer. Anyway, auch vom Michael Seber mitgebracht. Weil, wie gesagt, ja auch Ostdeutschland. Eben, das von Ralf und Silke haben wir schon ausgetrunken. Und wer hat denn letztes Mal aufgepasst, als ich das tolle Zeug über die Malze erzählt habe? Christopher? Ich. Es gibt drei Arten von Malzen gibt es? Es gibt einmal, ich hab's gleich, Moment. Münchner, Wiener. Pilsener, Caro hat's gewusst. Pilsener, Malz. Und was wird denn da jetzt vielleicht drin sein? Pilsener. Nein, weil das Wiener. Pilzartiges Bier. Hier trinken wir ausnahmsweise keinen Pilz heute. Das Einzige in der Reihe, was kein Pilz ist. Vermutlich Münchner, weil das macht ja bei hartem Wasser macht das dunkles Bier. Dunkles Bier, genau. Aber ob das wahr ist? Aber ob das auch stimmt, das weiß ich nicht. Das müsst ihr selber nachlesen. Ist ja nur eine Faustregel. Aber jedenfalls ist das Köstritzer. Hast du mal auf der Website nachgeschaut? Ja, ich habe auf der Website nachgeschaut, aber es gab keinerlei Infos. Es gab jede Menge Werbetexte, wie übrigens bei allen Großbrauereien. Also ich muss schon sagen, das ist echt langweilig. Ja. Die tun da nie da irgendwas rein. Aber sie bezahlen immer nur Werbetexte. Dafür. Aber dieses Bier, das macht schon beim Einschenken... Wer hat eine SMS bekommen? Du. Beim Einschenken macht das schon Freude, wenn man so sieht, wie das so schön ins Glas läuft und diese wunderbar herrliche Farbe erinnert schön an ein Stout, aber wenn man dann reinriecht, schleimst aber ganz schön rum, hat das nichts Stoutiges mehr. Aber wir trinken es trotzdem. Ah, gut, ist schlanker und weniger karamellig und weniger süß als ein Stout. Ist aber extrem lecker. Also ich mag das volle. Herb, schlank, süffig, frisch. Würde man gar nicht erwarten, wenn man das so sieht. Mann, ist das bei euch auch so hell? Mhm. Ganz geblendet. Also das ist jedenfalls dunkel. Also falls jemand fragt, ist das Tritzer Schwarzbier. Ach so. So, Cut, bitteschön. Richtig. Nur ein bisschen. Nur so getan, als ob. Wer weiß, was wir noch verzapfen. Ich bin wieder da. Teil 3 unserer Nordverkostung. Ah, geh weiter. Unsere Ostverkostung. Wir haben noch ein Freiberger im Angebot. Und da muss ich sagen, da stand ich jetzt wie Ochs vom Berg, weil Freiberger, noch nie gehört, noch nie was von gelesen, noch nie probiert.
Es ist also wieder ein herbstfrisches diesmal Pilsener. Wiederum aus Ostdeutschland. Musste ich extra nachgucken, nicht, dass wir was Falsches erzählen. Es war über die Brauerei überhaupt gar nichts herauszufinden, außer dass sie weiß nicht mehr. Jede Menge Werbung war da. Sah aus wie so ein Kleiderbestellkatalog. Echt ätzend. Statt dass die da mal ein bisschen Informationen über ihr Bier reintun würden, gehen die rein und nur auf Rechtliches und auf Vermarktung. Okay, das Bier ist heller als das andere. Schau, genau. Ist es nämlich dunkler, das erste. Das erste ist goldiger. Ja. Das nächste ist eher so strohgelb. Ein bisschen trüber. Das ist gold, brillanter. Und hat mehr Schaum, wie kommt das? Also Freiberger Pilsener. Na denn, auf die Freiheit, ihr Berger. Mach ich mir den ganzen Bier. Probieren. Achso. Riecht nach nichts. Achso. Also bitter ist nicht gleich bitter. Bitte. Ob das jetzt das eine ist oder das andere. Stimmt. Also ich bin voll auf der Seite der 80% der 80%, die ihr eigenes Pilsener nicht rauskennen. Ich wäre auch heillos überfordert. Zumindest mit den beiden. Ja. Ja. Ganz ehrlich gesagt könnte ich dir nicht sagen, ob ich mein Jever daraus schmecken würde. Auch wenn das friesisch herb ist und nicht herbstfrisch. Wobei das Jever ist schon extrem bitter. Weiß ich nicht, müssen wir mal echt mal testen. Muss man echt mal ein lasches Pilz nehmen und ein fettes Pilz. Oder das Pilz, damals das Barzenbräu-Pilz, dieses scheußlich furchtbare, wo das ewig lang bitter war, das schmeckt man sich auch aus. Also dann, ihr Lieben, vielen Dank nochmal für die schönen Biere, die ihr mitgebracht habt. Und für den tollen Putin, den wir zusammen erfunden haben durften. So, und jetzt muss ich das noch sagen, weil der Caro wartet da drauf. Das ist eine russische Fellmütze für all diejenigen, die es nicht verstanden haben. Echtes und das hier ist ein Rollkragenpullover, weil ich sitze gerade in Sibirien und ich hoffe schon, dass das zu Russland gehört. So, Nastrovia oder Nastarovia ist mir egal, aber zum Wohle auf jeden Fall und Prost. Er lacht da. Wer wischt hier jetzt? Und Cut!